Liebe Kolleginnen und Kollegen, als erstes möchte ich nun kurz mit Ihnen besprechen, wie Sie an die aktuellste Version der Carestream-Software herankommen, damit Sie den Kurs mit einer entsprechend neuen Version der Carestream-Software, die dann alle Features, die aktuell sind, bietet, bewältigen können. Nun, die erste Möglichkeit für die Kursteilnehmer ist auf meiner Internetseite dentalvolumen.de hier im oberen Bereich der Menüleiste einmal kurz E-Learning anzuklicken. Man gelangt über den Button für das Einloggen auf der linken Seite dann hier in den Anmeldebereich. Die Kursteilnehmer können dann hier das Kurspasswort, was ihnen mitgeteilt worden ist, eintippen und gelangen dann hier über den Button Downloads in die Download-Sektion für den Kurs. In der Download-Sektion sind verschiedene Varianten der Kurssoftware hier an dieser Stelle abgelegt. Da haben wir ja zum einen die Kodak-Variante der Carestream-Software. Das ist also eine Variante vor 2013. Die Kodak-Variante würde ich denjenigen empfehlen, die also mit einer relativ alten Hardware ausgestattet sind. Das heißt, wenn Ihr PC noch Windows XP oder so etwas benutzt, dann versuchen Sie zunächst einmal mit der Kodak-Variante der Software klarzukommen. Diese Kodak-Variante ist relativ wenig anspruchsvoll, was die Hardware angeht. Die aktuellste Variante ist hier immer abgelegt. Das ist einmal ganz auf der rechten Seite hier im Sommer 2014 die Carestream-Software mit der Versionsnummer 3.43. Und hier in der Mitte haben wir noch eine laufstabile Version, die eigentlich so gut wie immer funktioniert. Das ist die Version 3.29, die ich also sehr lange Zeit eingesetzt habe. Sie erhalten diese Variante, indem Sie ganz einfach hier auf den Download-Button klicken und der Download wird dann in aller Regel automatisch von Ihrem Browser ausgeführt und Sie speichern dann dieses Programm in einer gepackten Variante auf Ihrer Festplatte, entpacken das und installieren das dann. Wie die Installation dann verläuft, können Sie dann später in einem anderen Videotutorial sehen. Nun, die andere Möglichkeit ist, dass man hier auf diese Seite der Firma Carestream in den USA geht. Da gibt es also eine Registrierungsseite, da dürfen Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrem Beruf und Ihrer Adresse registrieren. Die Firma Carestream versendet Ihnen dann einen Link, wo Sie dann immer die aktuellste Variante der Carestream-Software herunterladen können. Die Adresse blende ich jetzt noch mal kurz ein. Das ist diese hier also. Wenn Sie diese Adresse in Ihren Internet Explorer, Firefox oder Google Chrome eingeben, landen Sie auf der Registrierungsseite für die immer aktuellste Version der Carestream Software.